willkommen zu meinem Sportreport hier in den Niederlanden am Veluwemeer. Heute sind wir in Strandhorst am Veluwemeer. Der Spot ist besonders beliebt bei Anfängern, da der Stehbereich riesig ist. Ebenso kommen Speedwindsurfer hier voll auf ihre Kosten, wenn sie mal so richtig Gas geben wollen. Aber auch als Kitesurfer kann man hier schön an neuen Freestyle-Tricks basteln. Aber schauen wir uns den Spot mal genauer an. Das Veluwemeer liegt südwestlich vom Eiselmeer und ist unweit von Amsterdam entfernt. Es ist ca. 1,5 x 5 Kilometer lang. Man hat also in der Regel kein wirkliches Platzproblem. Mit dem Örtchen Harderwijk hat man eine gute Infrastruktur in direkter Nähe. Campingplätze und Minicampings gibt es hier in Hülle und Fülle. Der Spot gliedert sich in verschiedene Abschnitte. Wir sind im Teil Strandhorst Nord und der ist in fester Hand vom Surfclub Telstar. Hier gibt es zugeteilte Bereiche. Der nördliche Teil ist für Windsurfer, der südliche für Kitesurfer. Parkplätze sind in direkter Nähe vom Einstieg. Durch das Veluwemeer so flach ist, hat man hier viele Windrichtungen, die man surfen kann. Nur der südöstliche taugt wegen der Bäume und der Abdeckung nicht wirklich. Wenn man hier aber weit genug ins Wasser hineinläuft, sollte es aber trotzdem funktionieren. Gehen wir in die Originalaufnahmen und damit mehr ins Detail. Wie schon angekündigt, ist der Spot super für Einsteiger, aber auch Freestyler und Speedsüchtige haben hier mächtig Spaß. Zum Verständnis meine aktuelle Windvorhersage zum heutigen Tag. Ich finde, 16 Knoten im Grundwind in östlicher Richtung sind auf jeden Fall ein Grund, seine Neo mal nass zu machen. Da der Ufer- und Strandbereich nur schmal bzw. bewachsen sind, ist das Starten und Landen nur im Wasser erlaubt. Und bei Ostwind sollte man auch etwas weiter rausgehen, wie man hier schön bei einer Anfängergruppe sieht. Ja, servicetechnisch ist das natürlich hier der Hammer mit der Luft hier perfekt. Ach ja, zum Telstar Surf Club gibt es am Ende des Videos noch ein paar Zusatzinfos. Und jetzt nehme ich euch mal mit aufs Wasser. Wenn ihr unsicher seid, wie das mit den aufgewickelten Leinen und dem Kite raustragen und starten geht, fragt am besten einen Local. Ich habe es mir zur Sicherheit auch nochmal erklären lassen. Und dann geht es auch schon los. Ein weiterer Vorteil vom Spot ist übrigens, dass man hier keine Tide hat und somit einen immer konstanten Wasserstand. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, um meine Session 1:1 nachzuvollziehen. Die Fahrrinne weit draußen ist mit Bojen gekennzeichnet. Und nur im Eingangsbereich kann es zu Turbulenzen kommen. Auch wenn die Bereiche für Kite- und Windsurfer klar von den Einstiegen her getrennt sind, so hat man etwas weiter außerhalb bei einer so großen Wasserfläche immer Überschneidungen. Das ist auch kein Problem, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Da in dem flachen Wasser im Sommer unglaublich viel Seegras wächst, sollte man nach Möglichkeit eine Grasfinne mit am Start haben. Ja, das waren die wesentlichen Punkte zu diesem Spot. Wenn noch etwas fehlt, schreibt es gerne in die Kommentarfunktion. Ich finde den Spot, bis auf den Einstieg mit dem Starten aus dem Wasser, echt toll. Und wer den Wind lesen kann und eine gute Selbsteinschätzung hat, kommt hier prima auf seine Kosten. Nach 22 Kilometern und 2 Stunden auf dem Wasser ist für mich heute Schluss.
Und jetzt noch ein paar Bilder zum Telstar Surf Club, der mir einen gut aufgestellten Eindruck macht. Für weitere Infos einfach im Internet schauen. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Guide gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Bis zum nächsten Spot-Report!